Hallo Freunde von Sagmal TV, hier ist Erik und ich habe jetzt wieder eine wunderbare Synchronsprecherin hier für euch und das ist die Claudia Obstadt-Minges. Hallo. Hallo. Du hast auch ganz viel für Anime synchronisiert, aber sag mal, wie bist du überhaupt zum Synchron gekommen? Ich bin überhaupt zum Synchron gekommen, weil ich an der Schauspielschule ganz normal Schauspiel studiert habe und dann ans Theater kam relativ schnell, also während der Schulzeit schon Theater gespielt habe. Und das Theater war in Senftenberg, das ist so näher Hoyerswerda, also Richtung Dresden. Und die Schauspielschule war in Hannover und ich musste immer an Berlin vorbei. Und weil man ja chronisch kein Geld hat als Schauspielschüler und als junger Theatermensch, habe ich dann gedacht, ach Mensch, ich habe vorher schon so ein bisschen Radiowerbung gemacht und so Kleinigkeiten, bewirbst du dich doch mal. Und dann habe ich mich beim Synchron beworben und habe, ich glaube, ich kann dir kurz erzählen, die Geschichte, meinen ersten Synchronsatz bei Breaking the Waves gesprochen. Also ich wurde in die Menge eingeteilt. 5, 6, 7, 8, 9 Leute sitzen in einem Raum und dann heißt es 3 Männer und 5 Frauen ans Mikrofon oder so. Und in dem Fall hieß es 3 Frauen ans Mikrofon, 3 Nutten. So, 3 Nutten ans Mikrofon. Das war ein schöner Einstieg, ja. Und dann, genau, und dann standen neben mir 2 Frauen und wir mussten im Abwechselnd jeweils unseren einen Satz sagen zu dem, was auf der großen Leinwand passierte. Und die Frau neben mir hat sich immer vertan. Und zwar wirklich, also entweder war sie zu früh, zu spät, sie hat den falschen Text. Also. Und ich habe immer ganz stur nur einen Satz gesagt. Ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Nee, bist du noch mal... Ich habe den Typen dann, also nach dem 5. oder 7. Mal, ich weiß es nicht, kam der Regisseur zu mir und sagte, das war super, du kannst weitermachen. Und zu der anderen sagte, gehen wir heute Abend essen? Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt lieber synchron. Dann lassen wir doch mal ein Essen ausfallen, genau. Das heißt, das war auch deine erste Rolle, ja? Ja, also mein erster Satz, Rolle ist untertrieben. Was war deine erste größte Rolle? Das weiß ich nicht. Also ich kann mich halt noch erinnern, dass ich dann irgendwann mal James Bond gesprochen habe. Diese Mädchen da, die Denise Richards, in einem James Bond. Und ich fand das irgendwie ganz normal. Und auf einmal guckten mich alle so an und sagten, wie, du sprichst eine Hauptrolle in James Bond? Also nach dem Motto, wir kennen dich doch alle noch gar nicht. Du musst doch erstmal hier 10 Jahre. Das war relativ schnell. Und einfach so, ich glaube... da gibt es so eine gewisse Begabung, dann habe ich natürlich eine Stimme, die sehr heraussticht, die ein bisschen besonders klingt und dadurch habe ich relativ schnell große Rollen gekriegt. Das stimmt allerdings. Welche Charaktere hast du denn am liebsten synchronisiert? Egal ob jetzt Anime oder eine Schauspielerin. Das kann man so nicht sagen. Es gibt immer Projekte, die einem ans Herz wachsen. Das ist oft so, dass ein Regisseur, eine Rolle, eine Schauspielerin einem was Besonderes gibt. Und ich weiß, also der erste Film mit der Jolie, der liegt mir schon so ein bisschen am Herzen, dieser durchgeknallt, weil sie da so richtig, da war sie durchgeknallt und zu dem Zeitpunkt war ich auch durchgeknallt und das war alles super und es hat gepasst und es war eine schöne Arbeit, tolle Regie, es hat einfach Spaß gemacht und es ist dann eben auch eine Oscar-Prämierung draus geworden. Also wir haben es synchronisiert, bevor es in die Oscars ging. Manchmal ist es so, manchmal ist es umgekehrt, das ist ganz lustig. Okay. Und von daher war das so ein bisschen, bin ich damit so ein bisschen gewachsen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und heute kann ich so sagen, also es ist wirklich, ob es das Nilpferd aus Madagaskar ist oder so ganz emotionale Rachel Weisz in Whistleblower, den kennt man gar nicht im Film, weil der ist so unglaublich, der geht einem so nah. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ins Kino kam. Ich glaube, der ist nur im Fernsehen nachts um 3 Uhr oder so gesendet worden. Das sind einfach Sachen, die einem so besonders viel geben, also ans Herz wachsen, wo man mitlebt, wo man das... Und bei den Anime-Sachen ist es natürlich so, dadurch, dass die Figuren an sich schon relativ schmal gezeichnet sind, muss man relativ viel an Persönlichkeit reingeben oder eben auch ein bisschen übertreiben. Und das finde ich auch lustig. Also das ist dann das andere Extrem von... Ich spiele jetzt mal ganz leise und ganz unaufwendig. Und dann, jetzt gib ihm und Dezenz ist Schwäche. Das finde ich halt beim Anime lustig. Okay. Und was ist denn schwieriger für dich? Anime-Figuren oder reale Menschen? Anime ist einfach, weil man das aus einem Synchronstandpunkt, vom Synchronstandpunkt aus betrachtet, sehr schnell, sehr expressiv, sehr kraftraubend. Es ist aber nicht schwieriger. Es ist einfach nur, man ist einfach kaputt danach. Es ist einfach mehr körperliche Anstrengung für mich. Und für andere Leute sicherlich auch, denke ich. Beim
Menschen synchron. Da kann es mal sein, dass es einen emotional mehr mitnimmt oder dass man sich ein bisschen mehr reindenken muss, ein bisschen mehr fummelt. Und das ist natürlich auch anstrengend, aber es ist jetzt nicht eine körperliche, sondern dann ist es meistens mehr eine geistige Arbeit, also eine intellektuell ansprechende, erfordernde Arbeit, die einen dann auch so, es ist mehr so, wie, als würde man so eine Nuss knacken. Ja? Also kann sein, muss nicht. Okay. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Facetten. Du bist ja auch eine Schauspielerin. Mhm. Aus welchen Theaterstücken oder Filmen kennt man dich denn? Na, ich habe ja nicht so viel Theater gespielt. Ich habe 2 Jahre Theater gespielt. Also ich habe eigentlich angefangen, als ich noch überhaupt nichts gemacht habe, was mit Schauspiel zu tun hat. Da war ich schon am Kölner Schauspielhaus und habe da bei Lysistrate mitgespielt und so kleine Rollen im Staatstheater. Ja. Und irgendwann habe ich mich entschieden, nachdem ich dann auch sehr viel Studententheater und alle möglichen Off-Theaterproduktionen und Kurzfilme gedreht habe, Schauspiel zu studieren, um dann ganz kurz nur an die Bühne zu gehen und in Senftenberg, wie schon gesagt, oder auch im Metropoltheater in Berlin, da habe ich die Ophelia gespielt in Hamlet und die Franziska von Sandau in Das Wirtshaus im Spessart, also diese Gräfin, die man... Lieselotte Pulver. Okay. Und, aber das, da gehe ich mal davon aus, das hat niemand gesehen, weil es ist halt war nur 2 Jahre und es war auch wirklich ein kleines Theater, was toll war, aber was eben mich dann irgendwann nicht mehr so gereizt hat, dann wollte ich unbedingt vors Mikro. Okay, und Filme und Serien? Ganz wenig. Kennt man auch nicht viel, okay. Gut, gut. Ja, du bist ja, wie gesagt, Sprecherin für Anime, hast unter anderem auch Bulma für Dragon Ball Z synchronisiert. Mhm. Wo ich mich immer noch frage, wie hast du das geschafft? Das ist ja wahnsinnig anstrengend gewesen wahrscheinlich, vor allem als du auf, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ja, wenn ich dich jetzt so empfange. Also, wenn ich sage, körperliche Anstrengung von zu ne, dieses Unglaublich, also was man eigentlich im normalen Leben überhaupt nicht darf und nicht macht, ja, dann war das die Reinform bei Bulma. Das macht Spaß, das ist lustig, aber es ist kräftezehrend. Und ich weiß, also wir haben dann, ich möchte jetzt nicht lügen, 40 Takes die Stunde oder so gemacht. Das ist dann wirklich so, dass du im Minutentakt quasi diesen jeweils immer einen Satz, eine kleine Sequenz sprichst. Und dadurch bist du wie auf dem Laufband eigentlich. Du kannst gar nicht stoppen. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt mal eine Pause oder ich möchte jetzt mal eine halbe Stunde mich ausruhen oder so. Oder ich brauche mal eine Massage oder einen Tee. Sondern man arbeitet, arbeitet, arbeitet und kommt dann irgendwann runter und ist fertig. Und das ist halt bei Bulma... Unter anderem auch bei Dylan Dow. Ja. Dylan Dow, sagt ihr das was? Ehrlich gesagt nicht, nein. Nee. Aber ich kenne auch Dylan nicht so Dow viel. Ist eine Rolle, die, das ist so eine, so irgendwie aus so einem Drachending. Es ist unter Anime, also da musste ich so einen ganz wahnsinnigen, riesigen Drachen, so eine Art Transformer-Figur ist das so. Riesige, das sind so riesige Figuren was? Und man, nee. Okay. Tja. Ja, ich kann da jetzt leider auch gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich weiß, dass es wahnsinnig anstrengend ist, also körperlich. Ja, okay. Könntest du uns mal was vormachen noch Nein. als Bulma? Nee. Das ist so lange her. Ja, klar. Verständlich. Schade eigentlich. Wie sehr interessierst du dich denn überhaupt für Anime? Also, ich bin hierher geflogen heute mit meinem Sohn. Mhm. Der ist 13. Und der hat gesagt, Mama, ah, ich möchte jetzt unbedingt auf die Manga-Convention. Also ich bin quasi er ist Nutznießer von mir und ich bin, wie sag ich, Zaungast dieses sich entflammenden Herzens für kleine, gezeichnete, blauhaarige. Mama, du musst dir eine rote Perücke kaufen und dann ein rote Augenpupillen, also so Kontaktlinsen. Und dann kannst du nächstes Jahr als Prinzessin irgendwas gehen. Das finde ich super, aber nur zum Zugucken. Also für mich ist das jetzt nicht die Option. Ich kann diese Begeisterung sehen, teilen. Ich freue mich für die anderen, dass sie das so toll finden. Für mich ist es eher, erstens, weil ich damit arbeiten muss und arbeite, kann ich mich da gar nicht in irgendetwas besonders reinarbeiten. Also das wäre jetzt schlimm, wenn ich irgendwo hinkäme und sage, ja, ich spreche jetzt nur noch Bulma oder ich mache jetzt irgendwie nur noch das, weil ich das so toll finde. Sondern das geht natürlich nicht. Ich muss nur das nehmen, was mir angeboten wird oder kann mich da vielleicht nochmal informieren, ob das auch in meiner, ob ich das auch mit meinem moralischen Verständnis vereinbaren kann. Da gibt es sicherlich auch grenzwertige Sachen. Aber grundsätzlich ist es wirklich etwas, was ich gerne mache, damit andere sich erfreuen. Hat denn dein Sohn Dragon Ball Z gesehen zum Beispiel? Ja,
Der fand das lustig. Der guckt jetzt, also darf ich das überhaupt sagen? Nee, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Also 16 plus mindestens. Ich habe ihn gefragt, ist es 16 oder 18 plus? Das sage ich nicht, Mama. Ach, ja, schön. Also das sind so Sachen, die, ich glaube, dass, wenn es dann gezeichnet ist, ist es nicht so schlimm wie jetzt wirklich ein Horror, aber es ist schon der Reiz des Verbotenen, der da bei ihm auch mitspielt. Okay, alles klar. Hast du denn als Synchronsprecherin eigentlich jeden Film zu Hause, wo du mitsynchronisiert hast? Nein, ich habe gar keinen. Also ich habe drei oder vier bestimmt. Also das sind Filme. Erstens gibt es Filme, wo ich dann auch mal sage, den finde ich selber gut. Also Up in the Air oder eben Durchgeknallt. Mhm. Dann Matrix fand ich selber einen guten Film. Den haben wir einfach zufällig zu Hause, weil wir den Film gut finden. Dass ich Belegexemplare kriege, ist leider nicht so bei Filmen. Beim Hörspiel schon, beim Film und auch beim Anime nicht. Okay. Obwohl bei Anime gibt es ja auch oft sehr viel so DVD-Collections, die man kaufen kann. Davon habe ich gar nichts zu Hause, weil das für mich jetzt nicht aus meinem normalen Programm besteht, was ich mir angucken würde. Also ich habe wirklich sehr wenige Filme zu Hause. Und es ist jetzt nicht danach ausgerichtet, dass ich damit gesprochen habe, sondern ob mir der Film gefällt oder nicht. Bist du denn noch mit anderen Synchronsprechern in Kontakt? Ja, ohne Ende. Ohne Ende? Tobias Meister, die Stimme von Brad Pitt, ist ein guter Freund von mir. Der Tobias Kluckert, den man eigentlich auch so viel aus so... Ja. Ach Gott, jetzt, ich könnte jetzt gar keinen Namen sagen. Also ich sage immer nur VW, das Auto. Aber der hat auch noch 1000 andere Sachen. Okay. Es gibt viele Synchronsprecher, die man halt so im Studio trifft, mit denen man sich gut versteht. Und es gibt einige wenige, mit denen man sich auch privat trifft, aber das ist klar. Und von wem bist du von der Stimme her total begeistert? Gibt es da jemanden, wo du sagst? Nein, also das ist, da hat jeder seine Nischen, wo er ganz besonders und hervorragend drauf besetzt ist. Und sicherlich gibt es auch welche, die... wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt eher noch für mich persönlich ansprechend. Also ich mag gerne tiefe Stimmen, ich mag gerne, wenn jemand mit viel Emotion sprechen kann. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne David Nathan als Johnny Depp, weil wir haben auch einen Film zusammen gemacht, Jolie und Depp haben ja auch einen Film zusammen gemacht und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, da gemeinsam zu arbeiten. Das haben wir mal wieder nach langer Zeit gemacht, dass wir im Studio zusammenstanden und Synchronszenen zusammengesprochen haben, was normalerweise alles mittlerweile sehr getrennt ist. Ja. Und das zum Beispiel, dass dann, wenn dann jemand noch sympathisch ist und das auch wirklich klappt, das Miteinander sprechen, also dass man nicht immer noch in seiner eigenen Welt ist, sondern dass man wirklich am Mikro miteinander spricht, das ist toll. Also es gibt ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die ich super finde. Mhm. Wirst du denn heute noch von fremden Menschen, sage ich mal, an deiner Stimme erkannt? Kommt das vor? Mensch, du klingst wie Angelina Jolie oder... Nee, also es gibt natürlich diesen Fall, also was mir ganz oft passiert ist, dass wenn jemand anruft und dann sage ich, ja, hallo, hier ist Claudia oder Claudia Pschad-Minges oder irgendwas, und dann Stille. Dann denke ich, okay, hat sich verwählt. Ach so, nein, ich dachte, es wäre ihr Anrufbeantworter. Ich weiß nicht, warum die Leute das denken, weil ich glaube nicht, dass ich mich anders melde, aber sehr gut. Bei ihnen passiert was. Die Stimme kenne ich, sie können es aber nicht einordnen und die denken, dass ich bin jetzt ein automatischer Anrufbeantworter, der mich ansagt. Die haben jetzt, da passiert, glaube ich, sowas ganz, ich mache ja auch viel Telefonanlagen für große Firmen, ich nenne die jetzt nicht. Gut. Und dann, wenn man da vielleicht einmal angerufen hat und dann ruft man bei mir privat an, ist man natürlich erstmal extrem irritiert. Ja. Es passiert mir auch, aber dann sind das meistens Leute, die ich kenne, also die ich nicht kenne jetzt im persönlichen Bereich, sondern mein Apotheker oder irgendjemand, wo ich öfter hin muss oder hingehe, der dann auf einmal sagt, sag mal, irgendwie kenne ich doch, also kennen wir uns auch von woanders oder die Stimme kommt mir bekannt vor und dann kläre ich das auf. Wir sind aber auch schon Leute hinterhergelaufen und gesagt, hallo, hallo, Sie sind doch die Stimme von, ich möchte ein Autogramm. Das ist passiert selten, Echt? Aber es ist passiert, ja. Auf dem Markt in Kreuzberg, ja. Also Berlin-Kreuzberg. Ja. Echt? Und da erkennen die sich? Echt? Es gibt Leute, die kennen sich einfach so gut aus und die hören das und die wissen, wenn die eine Stimme hören, die bekannt ist, wissen die sofort, wer die gesprochen hat. Die wissen wahrscheinlich mehr über mich oder über meine Rollen als ich, weil ich mir die nicht merke.
Also kannst du nicht alle Rollen jetzt auch mal auflisten, die du gemacht hast? Nein. Nee, okay, ist aber verständlich. Hast du mal mitgezählt, wie viele das sind? Nee, aber es gibt die Kaul-Liste, die berühmte, kennst du die Arne Kaul-Liste? Das ist eine Liste von zwei Brüdern, die sitzen in Kamen und die haben früher, glaube ich, nichts anderes gemacht, als Fernsehen geguckt, um aufzuschreiben, wer welche Rolle spricht. Ja. Und die haben überhaupt erst eine wirklich, ich würde nicht sagen lückenlose, aber umfassende Kartei aufgebaut, mit jeweils welche Rolle von wem wann gesprochen wurde, für welche Firma, in welchem Jahr. Und die haben mir mal vor kurzem wieder meinen Eintrag, da darf man sich dann das zuschicken lassen per E-Mail, ich weiß nicht wie viel tausend, aber mehrere tausend. Also das sind wirklich Listen, unendliche Listen, und die braucht man manchmal um, da geht es manchmal um Einträge, dass sich da nichts doppelt und so weiter. Ich brauche sie eigentlich nicht, aber manchmal gucke ich dann schon rein. Ich sage, wie viele Filme von der Jolie habe ich denn jetzt schon gesprochen? Was ist 8 oder 9 oder 10? Und dann weiß ich, was da drin steht, stimmt. Das muss ich selber gar nicht mehr nachprüfen. Da muss ich gar nicht in meine Akten gucken. Nicht schlecht. Was war denn für dich der schönste Moment im Synchronstudio? Oh. Keine Ahnung. Falsche Frage. Nö. Nee. Das gibt's nicht. Es gibt tolle Projekte. Es gibt wirklich Dinge, dafür kommen wir aus der Schauspielerei in der Regel, wo man merkt, das funktioniert, das ist toll geworden oder die Regie hat da gut aufgepasst oder man war einfach auch gut drauf oder perfekt besetzt. Aber jetzt der schönste Moment im Synchronstudio, da denkt man ja sofort an, wo habe ich meinen ersten Kuss oder meine, also das habe ich nicht so in der Form. Nee, also so einen einzelnen Moment kann ich mir nicht. Alles klar. Dann könntest du zum Schluss gerne noch ein paar Grüße an deine Fans ausrichten. Sowohl an Anime-Fans und an Synchron-Fans, wenn du magst. Ja, also vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf bei Sagmal TV. Toll, dass ihr euch das anguckt, dass ihr alle immer dabei seid, dass ihr euch dafür interessiert, wer hinter diesen Stimmen, hinter diesen Figuren, hinter diesen Menschen in Deutschland die Stimme leiht, weil wir sind leider ein dunkles Gewerbe. Und kommen selten dazu, uns auch mal zu zeigen und auch etwas darüber zu erzählen. Das finde ich super. Vielen Dank und ganz liebe Grüße an euch. Wunderbar. Das war das Interview mit Claudia Hofstadt-Minges hier bei Sagmal TV. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.